Hi Leute, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Eine Frage, die immer wieder für viel, viel Verwirrung sorgt, ist die nach der Unterscheidung zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern. Das ist auch wirklich gar nicht so unwichtig, denn davon hängt wirklich ein ziemlich langer steuerlicher Rattenschwanz ab. Und dem schieben wir heute mal einen Riegel vor. Wir versuchen es zumindest, denn ganz einfach ist das wirklich nicht. Es gibt in Deutschland 7 Einkunftsarten. 5 davon sind uns jetzt erstmal total egal und die 2, die dann noch übrig bleiben, sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Das zweite sind die Freiberufler. Beides gehört zu den sogenannten Gewinneinkunftsarten, bedeutet, man hat bei beidem ein Betriebsvermögen und dementsprechend auch Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Es gibt Fälle, in denen man einfach gar nicht so genau sagen kann, ist der jetzt eigentlich gewerblich oder ist der jetzt freiberuflich tätig. Aber als Gewerbetreibender muss man grundsätzlich eigentlich erstmal 4 Kriterien erfüllen. Und das sind folgende. Man muss selbstständig tätig sein, man muss am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen, man braucht eine Gewinnerzielungsabsicht und man muss nachhaltig tätig werden. Freiberufler erfüllen diese Kriterien ja eigentlich auch. Aber darüber hinaus müssen sie dennoch ein paar weitere erfüllen. Und zwar müssen sie eigenverantwortlich und leitend aufgrund eigener Fachkenntnisse tätig werden. Und außerdem sind sie entweder unterrichtend, erzieherisch, künstlerisch, wissenschaftlich oder schriftstellerisch tätig. Und wenn sie das nicht sind, dann gibt es immer noch die sogenannten Katalogberufe. Das sind zum Beispiel die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Ärzte oder die Anwälte und alle weiteren Berufsgruppen, die im § 18 Einkommensteuergesetz genannt sind. Häufig treffen aber auch gewerbliche und freiberufliche Tätigkeiten aufeinander und das ist nie besonders gut. Wenn man zum Beispiel ein Augenarzt ist und gleichzeitig auch Kontaktlinsen verkauft, hat man genau das. Wenn man jetzt diese beiden Tätigkeiten zum Beispiel durch getrennte Buchhaltung ganz klar voneinander trennen kann, dann werden die auch getrennt behandelt. Das heißt, man hat dann eine gewerbliche Tätigkeit und eine freiberufliche Tätigkeit. Wenn die Trennung allerdings nicht so klar vorzunehmen ist, dann kommt es zu der berühmt-berüchtigten gewerblichen Infektion. Bedeutet, die gewerblichen Einkünfte infizieren die freiberuflichen Einkünfte und alles wird gewerblich. Man kann auch in Personengesellschaften als Freiberufler tätig sein, aber dann gelten die Einkünfte auch nur dann als Einkünfte von Freiberuflern, wenn alle Gesellschafter Freiberufler sind. Wenn einer der Gesellschafter kein Freiberufler ist, sondern als Gewerbetreibender gilt, dann passiert auch hier wieder genau das Gleiche. Das Gewerbe infiziert den Freiberuf und alles wird gewerblich. Die einzige Rettung sind hier die vom BfH in der Rechtsprechung etablierten Umsatzgrenzen. Da gibt es einmal eine absolute und eine relative. Die relative beträgt 3% und die absolute beträgt 24.500 Euro. Ziemliche Ähnlichkeit zum Gewerbesteuerfreibetrag, nicht wahr? Ja, und das ist auch gar kein Zufall, denn unterhalb dieses Betrages wird ja sowieso ohnehin keine Gewerbesteuer gezahlt, deswegen bietet sich diese Grenze einfach ganz gut an. Außerdem ist es auch einfach immer ziemlich sinnvoll, die gewerbliche Tätigkeit einfach in eine komplett separate Gesellschaft zu schieben. Rutscht man dann doch trotz aller Vorsicht aus der Freiberuflichkeit in die Gewerblichkeit, hat das ein paar wesentliche Konsequenzen. Die erste ist, dass man gegebenenfalls in Zukunft eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung abgeben muss. Das kann Freiberufler nicht passieren. Bei Gewerbetreibenden sieht das ab bestimmten Größen oder bei Eintrag ins Handelsregister schon ganz anders aus. Und zweitens wird man gewerbesteuerpflichtig. Das sind Freiberufler ja eben nicht. Aber die Gewerbesteuer ist wirklich halb so schlimm, wie man erstmal immer meint. Denn erstens gibt es den Gewerbesteuerfreibetrag in Höhe von 24.500 Euro pro Jahr. Den hatten wir ja eben schon mal. Erst wenn der Gewerbeertrag über 24.500 Euro liegt, fällt also Gewerbesteuer an. Und die wird zweitens auch noch zu weiten Teilen auf die Einkommensteuer angerechnet. In manchen Fällen abhängig davon, wo man wohnt und dementsprechend wie hoch der Gewerbesteuerhebesatz ist und abhängig vom persönlichen Einkommensteuersatz, führt das dann dazu, dass man schon eine erhebliche Entlastung in Sachen Gewerbesteuer hat. Wir sind Sarah und Helen, Steuerassistentin und Steuerberater. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht selber gewerbetreibend oder Freiberufler seid und woher ihr wisst, dass ihr Freiberufler seid, also woran ihr das festmacht. Und sonst findet ihr natürlich alle Informationen wieder in der Videobeschreibung. Das kennt ihr schon, da ist auch der Blog zum Video. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao! Ciao! Nein!
der... Ach, Manu! Ein ganz schön langer Rattenschlange. Ein ganz schön langer steuerlicher Rattenverschwanz. Rattenverschwanz? Was ist das? Vor allem hast du nicht Verschwanz, sondern Verschwänze gesagt. Rattenverschwänze. Was auf Toilette? Nicht dein Ernst, du warst doch vor 5 Minuten. Ich weiß, entschuldige. Okay, ich muss das auf die Toilette wegen des Lachens. Eigentlich muss ich gar nicht. Nice, well done. Leonardo. Ja, aber so geil finde ich den auch nicht. Nein, ich meinte jetzt nicht geil, sondern ich dachte, du magst den so als Schauspieler. Findest den gut. Ich gucke ja nicht so viele Filme, deswegen habe ich zu dem keine Meinung. Ja, weil du kennst so wenig Schauspieler und den kennst du so. Das stimmt, den kenne ich. Dachte ich so, das ist, weil du den magst. Nee, den kenne ich nur, weil ich Titanic so oft gesehen habe und ganz verliebt in ihn war. Ah, okay. Ich hatte einen Leo- und Kate-Ordner. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Das Ende zu machen. Nee, den Anfang zu machen. Den also Anfang den, haben wir den Anfang vom Ende den zu Anfang machen. Den Anfang vom Ende. Du bist der Anfang vom Ende. Du bist das Ende vom Ende. Richtig.